Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Reise dich frei. Und heute dreht sich alles um das liebe Geld. Wir haben hier 380 Baht, was ungefähr 10 Euro entspricht. Und wir wollen einfach mal gucken, ja, kommen wir beide damit hier so durch den Tag. Wir wollen frühstücken gehen, wir wollen Mittagessen gehen, Abendessen gehen. Und wenn alles hinhaut, dann wollen wir uns am Abend natürlich noch belohnen. Mellowfleisch mit einem Eis. Mhm. Und ich hätte gerne ein Bierchen heute Abend. Mal schauen, ob das alles klappt. Das ist auf jeden Fall eine Challenge für uns heute. Wir schwingen uns jetzt auf den Roller und gucken, was wir so frühstücken können. Unser erster Stopp war hier an so einem kleinen Obst- und Gemüseladen. Hier haben wir uns jetzt 3 Bananen geholt. 10 Baht sind, weiß nicht, 25 Cent circa. Schon mal ein guter Start. So, und der zweite Snack fürs Frühstück wird hier Patong Ko sein. Kennt ihr auch wahrscheinlich schon aus unserem Video Eat Like a Local. Und wir holen uns jetzt hier für Patong Ko, 20 Baht and Sauce, Milk, ja. Warte. Kopf und Karp. 5 noch? Patong Kos, ja genau, sind süße frittierte Dinger, super lecker, kommen echt gut zum Frühstück. Hat jetzt mit dieser Soße hier, dieser süße Kondensmilch, 30 Baht gekostet. Kop und Kap sind wir jetzt bei 40 Baht. See you, bye bye. Noch ein Kaffee aus dem 7-Eleven für 30 Baht. Jetzt ist unser Frühstück komplett. Und jetzt suchen wir uns noch ein hübsches Örtchen aus, wo wir frühstücken werden. Und hier haben wir es uns jetzt gemütlich gemacht. Schaut mal. Tada! Und für diese Aussicht oder für dieses Feeling hier zahlt man 0 Euro. Und das Frühstück, wir gehen noch mal ganz kurz durch. Die Bananen 10, Patong Ko 30, Kaffee 30 sind 70 Baht. Keine 2 Euro, weiß nicht, 1,85 Euro vielleicht. Das muss man natürlich sagen. Es kommt zugute, dass Mello kein Kaffeetrinker ist. Wir haben natürlich ein bisschen Wasser noch dabei. Da werden wir euch aber nachher auch noch mitnehmen. Wir holen uns dann einen 6 Liter Kanister im 7-Eleven. Den wir uns gleich noch holen auf dem Rückweg. Und ja, genießen jetzt hier erstmal. Süßes Frühstück. Und ja, ist natürlich jetzt auch nicht so das gesündeste Frühstück. Aber so frühstückt man hier in Thailand. Ja. Aber es ist halt mega lecker und die einen mögen es ja lieber süß zum Frühstück, die anderen ein bisschen herzhafter. Für uns passt das wunderbar. Und dann gucken wir gleich noch, was wir zum Mittagessen kriegen. Unser Kanister Wasser, 6 Liter, 40 Baht, also 1 Euro. Damit sollten wir auf jeden Fall über den Tag kommen. Wir sind jetzt schon beim Mittagessen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit noch in unserem Bungalow verbracht, haben ein bisschen was gearbeitet, das nächste YouTube-Video vorbereitet unter anderem. Und nochmal ganz kurz mit den Bananen heute beim Frühstück, also 3 Bananen für 10 Baht, ist jetzt ein bisschen was teuer gewesen. Normalerweise kaufen wir ein ganzes Bündel Bananen für 30 Baht. Aber in dem Video soll es ja natürlich darum gehen, wenn man jetzt ein bisschen unterwegs ist, was man so essen kann. Wir möchten euch ja auch ein bisschen was bieten. Und hier sind wir jetzt zum Beispiel in einer Suppenküche. Und hier gibt es diese köstliche Suppe, damit ihr mal seht, die sind auch wirklich reichhaltig belegt, mit viel Fleisch drin, wirklich viel Nudeln. Das ist richtig lecker. Wir machen das gerne zum Mittag, weil es immer sehr heiß ist. Das ist ein bisschen was Leichteres. So eine Suppe kostet 40 Baht, also sind wir gleich, wir beide für 80 Baht. Zusammen 2 Euro sind das quasi satt. Hier kriegt man kostenlos Wasser. Und genau, wir sind ja aktuell, befinden wir uns im Khao Lak. Wir verlinken euch diese Suppenküche auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, denn für uns ist das eine der besten Suppen, die es hier in Khao Lak gibt. Der Laden hat allerdings nur bis 2 Uhr auf. Also von daher muss man dann hier früh unterwegs sein. Und ja, können wir definitiv empfehlen. Das Frühstück war jetzt natürlich auch nichts, was einen mehrere oder den ganzen Tag über satt hält. Aber war ein guter Start in den Tag, ein süßer Start in den Tag, was wir sehr, sehr gerne mögen. Und jetzt auch hier diese Suppen. Also die sind wirklich
richtig lecker. Und wir machen auch wieder gut satt. Wir haben jetzt dann ein kleiner Zwischenstand. Wir haben dann jetzt 190 Baht bezahlt mit allem zusammen. Sind genau 5 Euro, also genau die Hälfte. Mal schauen, ob wir heute Abend noch unser Bier und unser Eis kriegen. Könnte knapp werden, glaube ich. Wir sind jetzt satt fürs Erste und haben uns gedacht, jetzt chillen wir ein bisschen was am Strand. Und auch da kann man natürlich hier in Koh Lak, es gibt viele tolle Strandrestaurants, wo man sich schon auf Liegen legen kann, wo man was essen, trinken kann. Kostet natürlich alles ein bisschen was Geld. Wir haben uns jetzt einfach unsere Sarongs eingepackt, haben unser Wasser mit dabei und chillen hier an diesem schönen Strand. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen extremer Sparmodus. Wäre natürlich schöner, mit einem kalten Bierchen hier zu sitzen. Oder was würdest du dir jetzt vorstellen? Oh, eine kalte Cola. Kalte Cola, kaltes Bierchen. Aber wir ziehen das Experiment jetzt heute mal durch. Wir gucken mal, ob wir mit diesen 10 Euro wirklich dreimal am Tag essen können. Und ist ja auch interessant für uns zu sehen. Ja. Und ob wir dann am Ende des Tages wirklich noch unsere Belohnungen bekommen, das Bier und das Eis. Es bleibt spannend. Bleibt dran. Das Frühstück heute und das Mittagessen waren ja eher so kleine Snacks, würde ich sagen. Umso mehr Hunger haben wir jetzt am Abend. Und ja, unsere Koh Lak-Follower kennen dieses Restaurant hier. Das Restaurant am See. Und ich habe mir ein Partei bestellt. Oh, die Portion ist groß. Es ist unglaublich lecker. Das haben wir natürlich schon mal gegessen. Mit Tofu 40 Baht. Das sind? 1 Euro. 1 Euro circa, genau. Also das Partei hier ist wirklich extrem lecker. Die Portion ist riesig. Da wird man auf jeden Fall satt, auch so große Jungs wie ich. Dazu haben wir jetzt noch ein Wasser bestellt. Ich mache dann zweimal 40 Baht, sind 80 Baht plus 10 Baht fürs Wasser. 90 Baht plus die 190 Baht vom restlichen Tag. Sind wir bei 280 Baht, 7,40 Euro. Und bleiben jetzt noch 100 Baht übrig. Und ich habe gute Nachrichten. Dafür kriegen wir unser Bier und unser Eis. Seht ihr dieses fröhliche Gesicht? 40 Baht, das dicke Oreo-Eis hier. Wollt ihr noch ein fröhlicheres Gesicht sehen? Dann schaut mal her. Dicke Granate Chang, 59 Baht. Passt perfekt, denn das Wasser der 6 Liter Kanister hat nicht 40 Baht gekostet, sondern 41 Baht. Und jetzt sind wir genau bei 380 Baht heute. Was für eine Punktlandung. Für den ganzen Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Wir haben nichts selber gekocht etc. Wir haben uns auch selber belohnt für diese Challenge. Und sind 10 Euro, wie gesagt, jetzt 380 Baht. Ja, hat doch ganz gut geklappt. Laut. Aber wir haben jetzt noch ein Highlight, was wir uns hier in Thailand jeden Tag gönnen und was absolut gar keinen Cent kostet. Denn dieser 7-Eleven hier ist nicht ganz so eine geile Location für so ein kaltes Bierchen. Kommt einfach mal mit. Und das hier ist doch schon viel, viel schöneres Plätzchen für ein kühles Bier am Strand, den Sonnenuntergang genießen. Mein Eis habe ich natürlich schon aufgefuttert. Ja, es wäre bis hierhin geschmolzen. Und jetzt habt ihr mal gesehen, dass es auf jeden Fall möglich ist, zu zweit hier in Thailand mit 10 Euro am Tag über die Runden zu kommen, was jetzt das Essen angeht. Man kann natürlich noch günstiger klarkommen. Man kann auch wesentlich mehr ausgeben. Ich meine, wir sind jetzt hier in Koh Lak, was eine sehr touristische Gegend ist, wo natürlich alles was ein bisschen was teurer ist. Aber wir haben jetzt zu keinem Zeitpunkt heute gehungert. Ja, wir hatten 3 wirklich leckere und coole Mahlzeiten und können jetzt hier am Abend noch mit einem Bierchen, Melo hatte schon ihr Eis, den Sonnenuntergang bewundern. Und ich werde jetzt noch einmal ein bisschen poetisch und sentimental. Denn
oft sind es im Leben diese Momente, die halt nichts kosten, die einfach einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Und war gut, ne? Super. Und damit möchten wir uns jetzt auch von diesem Video verabschieden. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.